So, da bin ich wieder. Zu Let's Play American Mickey's Alice. Okay, gut. Was ich vorhin noch sagen wollte, das seht ihr jetzt zwar nicht mehr, aber in der Spiegelwelt, falls es euch mal aufgefallen ist, das Level heißt hier Mirror Image. Das habe ich ja im vorletzten Video schön vorgelesen. Ihr spiegelt euch nicht in den Bildern. Das kann man jetzt natürlich wieder sehr interpretieren, aufgrund von der Schuld, die Alice fühlt und sich deswegen einfach nicht in ihrem Spiegel ansehen kann. Sie erträgt ihr eigenes Spiegelbild einfach nicht, aber ich möchte euch jetzt eigentlich nichts vortragen, denn ich finde, ihr solltet da eure eigenen Gedanken zu machen, genauso wie zum roten Schachland. Das ist genauso, wenn ihr euch da mal die Umgebung angeschaut habt, die Wände waren blutig und wenn ihr wollt und wenn ihr euch mit diesem Spiel wirklich beschäftigen wollt, dann finde ich, solltet ihr euch auch mal ein bisschen mit der Botschaft vielleicht auseinandersetzen, die da kommt. However, wir kommen jetzt zu einem neuen Abschnitt mit widerlichen Geistern und Physik Engines und wir sterben erstmal. Ich hasse diese Area! Und ich hasse Physik! Naja, hassen ist zu hart gesagt. Aber lieben ist was anderes. Und ich glaube, ich bin hier gerade viel zu hektisch. Ja, definitiv. Voll in den Geist reingesprungen, ey. Warum gehe ich eigentlich nach rechts? Eigentlich links. Nein, nicht springen, Alice! Na, jetzt hättest du springen sollen, aber... Leck mich, Geist, ich wollte doch gar nicht zurücklaufen. Was mache ich denn? Das hätte ich euch jetzt eigentlich alles nicht zeigen müssen. Sag mal, könnt ihr den mal Fleisch würfeln, Freunde? Ich geh's einfach mal nach unten. Hä? Stirb! Hallo, Jax? Macht ihr vielleicht mal was? Hallo, Jax? Okay, wenn ihr nichts macht, dann mach ich was. Meine Lieblingswaffe hat mich kläglich im Stich gelassen. Ich bin enttäuscht. Verdammte Scheiße. Oh. Falls ihr eine Schleife noch nicht gesehen habt, da habt... was ist denn das jetzt hier? Hä? Alice? Hallo? Also, den Bug hatte ich auch noch nie. Ja, lassen wir das. Aber, was ist das? Ja, jetzt... Warum kannst du dich auch nicht bücken oder rollen, so wie Lara? Aber ich will dich jetzt nicht kläglich verrecken lassen. Sechs. So. So macht man das eigentlich. Oh Gott. Oh nein. Wie gesagt, ich hasse Physik. Also nein, eigentlich nicht. So Astrophysik finde ich mega interessant. Ich bin zwar nicht gut in Physik, aber ich finde es interessant. Oh. Oh Gott. Oh, da ist ja... Hey, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh, lass mich in Ruhe.
Ich speichere hier erstmal. Safe, bitte. Schön, genau während der brennt. So, hier müssten noch... Ja, zwei Roboter sind hier noch. Also insgesamt müssten hier, glaube ich, drei sein. Und bei diesen Steam-Teilen hier müsst ihr aufpassen. Die pusten euch nämlich gerne mal durch die Gegend. Seht ihr? Und wenn ihr ins Wasser fallt, sterbt ihr. Und das wollen wir ja nicht. Ach so. Was ich an dieser Welt so mega cool finde, ist, dass die so im Steampunk-Stil gemacht ist. Wow, 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 wow. Das Geile ist, wenn ihr die Jacks habt, ihr könnt zusätzlich noch eine andere Waffe benutzen. Wir finden nachher auch noch raus, woher, wie diese wie diese Roboter hergestellt werden. Das ist auch ganz nett. Nein, eigentlich nicht. So, da hinten ist noch einer. Hallo, warum pustest du mich weg? Mach dir den mal bitte tot. Okay. Versuchen wir es anders. Ne, ich hab da Schiss, dass ich... Achso, der saugt mich ein! Ich speichere hier erstmal. Hab ich da schon gespeichert? Ja, Wurst. Lieber zu viel als zu wenig. Das ist jedenfalls meine Devise. Oh, leck mich. Und ciao. Oh, warum war die Musik auf? Warum ist die Musik weg? Ah, da ist sie ja wieder. Ich bin einfach zu blöd, um in Reifen zu springen. Ich weiß schon ganz genau, warum ich es nicht zum Zirkus geschafft habe. Ja, ich weiß es. Gut, dann machen wir das anders. Lass mich doch, du Wurst! Oh Gott! Ich hasse diesen Part. Ich sehe mich hier jetzt schon eine Viertelstunde rumspringen. Und... Oh Gott. Zurück, Alice, zurück. Hä? What the fuck? Warum kriegen die jetzt... Ich versuche den jetzt mal so von hier aus zu töten. Nein! Ich bin diejenige, die dich umbringt und nicht du mich. Damit wir uns da mal verstehen, Freundchen. Nein, verdammt!
verdammt nochmal! Ich glaub's nicht! So schwer kann das doch nicht sein! So schwer... Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich mal so blöd angestellt habe. Also, wirklich so! Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte... Schön. Ich wollte eigentlich nur den Spruch von der Katze hören, aber eigentlich wollte ich Alice jetzt nicht so umbringen. Nein, 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 nein! Leck mich doch! Das habt ihr gerade nicht gehört. Hey, sag mal, bin ich jetzt hier schon echt über 10 Minuten? Ich frag gar nicht mehr. Ich frag gar nicht mehr. Was? Ich hab doch Load gedrückt, du Wurst. Ja, bitte. Danke. Kannst du mal schneller laden? Hier fehlt nur noch ein Punkt und die letzte Zeit hat's doch auch immer schnell hingekriegt. Bitte. Oh Gott. Oh Gott. Ja, bitte. Oh Mann, ey, das ist ja wie auf dem Amt. Muss man auch mal so lange warten. Ach ja. Wie ist das? Was ist das? Erzähle ich euch bei der nächsten Ladezeit. Yep. Okay. Und jetzt will ich dich... Ja, genau. Schmeißen wie die Jacks ins Wasser hinein. Oh Gott, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ey, ich mach 3 Kreuze, wenn der weg ist. Nein! Nein, verdammt nochmal! Alice, ich krieg einen Hänger! Okay, gut. Wir machen das jetzt einfach auf die harte Weise. Wenn ich nicht vorher eingesaugt werde. Ja, wir machen das auf die harte Weise, ne? Ja. Oder wir landen vorher einfach nochmal im Wasser und gehen baden. Wir haben ja die Zeit. Nicht so voreilig, junge Dame. Nicht so. Also langsam habe ich echt keinen Bock mehr. Und ich glaube, ihr auch nicht. Okay, ich... Oh. Ich bin kurz davor, diesen ganzen vermaledeiten Kram hinzuschmeißen. Also, für heute. Nicht für immer und ewig. Sonst hätte ich Tomb Raider ja schon lange geschmissen. Ja, wie gesagt, ich kann nicht mal in Ringe springen. Okay, wisst ihr was? Da ich hier irgendwie so oft sterbe, finde ich, lohnt es sich, dass ich mal hier speichern sollte. Ja, genau, dann, wenn er auf mich schießt, es macht echt Sinn. Wurst. Also, ich finde, diese Investition hat sich echt gelohnt. Hat sie. Ich habe Laden gedrückt. Oh Gott.
was ich euch erzählen wollte. Einer meiner Lehrer auf meiner Schule wusste nicht mal, dass es von Alice, dass Alice im Wunderland ein Buch ist. Der hat echt knallhart gedacht, das ist einfach nur ein Film, den sich irgendein Regisseur ausgedacht hat. Ein Lehrer. Ja, ich möchte nicht sagen, von welcher Schule oder was für ein Fach er unterrichtet, aber das hat mich schon etwas geschockt. Ich meine, dass man nicht weiß, dass es zwei Bücher gibt, das kann ich ja noch verstehen. Das zweite Buch ist ja relativ unbekannt, aber...